Hallo Leute, hier bin ich wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil des kleinen Tools 400 systemische Fragen für die Therapie und Beratung. Im zweiten Teil heute geht es um die Wirklichkeitskonstruktion. Diese besteht auch wieder hier aus verschiedenen Karten, wie auch schon im ersten Teil, auch wieder mit den Fragen jeweils auf der Rückseite zu den bestimmten Themen. Als erstes einmal vorweg die Wirklichkeitskonstruktion. Worum geht es dort eigentlich? Ganz allgemein gesprochen geht es erstmal darum, sich das System anzuschauen und sich die Mitglieder des Systems anzuschauen und deren Wechselwirkung zueinander. Fangen wir erstmal an mit den Basisfragen. Beispiele dafür sind: Was war bisher hilfreich? Welche Strategien wurden entwickelt? Dies gilt eben, um zu schauen, was eben bisher schon geholfen hat, was sollte auch beibehalten werden, was hat sich verändert, was kann beibehalten werden. Gehen wir weiter zu den Anfangsfragen. Diese sind, wie auch schon im Namen drin steckt, zu Anfang immer sehr wichtig, zu Anfang eines jeden Gespräches. Hierbei geht es darum zu gucken, welche Themen haben die KlientInnen mitgebracht? Was brennt gerade wirklich unter den Nägeln? Was möchte gerade einfach raus? Was möchte angesprochen werden? Und es setzt aber auch Grenzen, um zu gucken, okay, was möchte jetzt auch nicht angesprochen werden, was soll jetzt nicht Thema sein. Beispielfragen dafür sind: Welche Themen haben Sie heute mitgebracht, die wir unbedingt besprechen sollten? Eine andere Frage, die jedoch Grenzen aufzeigt, ist: Welche Themen sollten wir heute nicht besprechen, auch gegebenenfalls einfach noch nicht besprechen? Wofür ist der Zeitpunkt einfach noch nicht gekommen? Schauen wir nun auf das Problem. Generell sollte man jedoch darauf achten, nicht in eine Problemtrance zu verfallen und eben nicht zu fokussiert nur auf das Problem zu sein. Fragen zum Problemkontext könnten allerdings sein: Aus welchen Verhaltensweisen besteht das Problem? Dies dient eben auch dazu, um das Ganze nochmal besser eingrenzen zu können, um das Ganze nochmal konkretisieren zu können, um nochmal wirklich genau hinschauen zu können, wo genau liegt es, um es einfach nochmal besser zu lokalisieren. Kommen wir nun zu den Coping-Strategien. Dies sind Fragen zur Bewältigung. Diese Fragen bringen Ressourcen hervor. Ein Beispiel: Wie haben Sie es geschafft, diese Situation so lange auszuhalten? Was hat dazu geführt? Welche Ressourcen waren da? Welche Ressourcen können auch in Zukunft genutzt werden? Um Positionen und auch Fortschritte besser und deutlicher nochmal aufzeigen zu können, eignen sich Skalierungsfragen sehr gut. Kleine Anmerkung: In Kürze folgt auf meinem Kanal auch noch ein kleines Video allgemein zu Skalierungsfragen, wo ich das nochmal kurz etwas erklären werde mit ein paar mehr Beispielen. Skalierungsfragen sind also gut, um auch Fortschritte eben besser darzustellen. Bedeutet also, man hat eine Skala von 0 bis 10 beispielsweise. 0 ist eben das Minimalste, 10 ist das Beste, was überhaupt geht. Der Klient, die Klientin soll sich dort einfach mal einordnen. Dann könnte man auch gucken, einfach immer wieder nachfragen in den Sitzungen: Okay, wo stehen Sie heute auf der Skala? Wo wollen Sie noch hin auf der Skala? Was müssten wir machen? Was müssten Sie erreichen, um eben einen Punkt auf der Skala hochzukommen? Wie würde das Ganze genau aussehen? Eine weitere Technik ist das Fragen nach Ausnahmen, um zu schauen, wann tritt das Problem nicht auf? Wann ist es nicht da? Was ist dann auch anders? Um auch den Blick wieder weg vom Problem etwas zu lenken, um auch zu zeigen, okay, es besteht nicht alles nur aus diesem Problem, das Problem ist nicht dauerhaft existent. Als letzte und auch sehr beliebte Fragetechnik habe ich mir hier noch die zirkulären Fragen mit rausgesucht. Kurze Anmerkung: Auch hierzu wird in Kürze auf meinem Kanal nochmal ein Video folgen, in welchem ich rein die zirkulären Fragen nochmal kurz erklären werde. Zirkuläre Fragen dienen sehr gut dazu, um einen Perspektivwechsel nochmal erwirken zu können, damit man einfach auch mal aus Sicht der anderen auf die Dinge schauen kann. Das war's heute schon wieder. Der dritte Teil und damit auch letzte Teil wird in Kürze folgen. Schaut einfach regelmäßig nochmal nach auf meinem Kanal. Abonniert ihn auch gerne, damit ihr nichts verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Kommentar oder noch eine Bewertung da. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.